Als das G8 eingeführt worden ist, ist einfach ein Jahr Schule weggenommen worden und die Lehrpläne sind darauf nicht eingestellt worden. Ich will gar nicht mal sagen, dass man auch nicht nach 8 Jahren Abitur machen kann. Aber da müssen auch die Lehrpläne darauf eingestellt werden. Es gab eine riesige Leistungsvernichtung, viele Kinder haben Probleme gehabt. Und das haben einige Familien ganz einfach gelöst. Die haben nämlich ihre Kinder in die Nachhilfe geschickt. In dieser Zeit sind immer mehr Nachhilfeinstitute entstanden. Im Saarland gibt es mittlerweile mehr private Nachhilfeinstitute als Gymnasien, erweitert Realschulen und Gesamtschulen zusammen. Weil die Defizite im Schul- und Bildungssystem dann auf die Art und Weise ausgeglichen werden. Dann wird das Kind nach der Schule noch in die Nachhilfe geschickt. Und das können sich aber nur diejenigen leisten, die das auch bezahlen können. Denn je nachdem, welche Kurse man belegt, muss man da bis zu 200 € und mehr pro Monat bezahlen.